In den unendlichen Weiten des Universums, in einer Zeit, die sowohl von endlosem Fortschritt als auch von unermesslicher Gier geprägt ist, entfaltet sich die epische Saga von Dune. Ein Universum, in dem die Familie Harkonnen und der Kaiser selbst zu Symbolen des Exzesses wurden. Rücksichtslose Eroberer, bloße Konsumenten und Narzissten, die die Fragilität ihrer Welten ignorieren. In der Zeit des Imperiums bildeten die Häuser die Säulen der dynastischen Macht, manchmal begrenzt auf einzelne Welten, oft aber auch ganze Welten übergreifend. Diese zahlreichen Häuser formten gemeinsam den Landsrat, gesteuert vom Hohen Rat, und ließen sich in die Kategorien der Häuser Major und Minor einteilen. Über Jahrhunderte hinweg war das Haus Harkonnen nur ein Unterhaus innerhalb dieser Hierarchie. Doch allmählich wuchs sein Einfluss im Landsrat. Ein Anstieg, der vorrangig der geschickten Manipulation des Warfellmarktes durch Baron Dimitri Harkonnen und seinen Sohn Wladimir zu verdanken war. Es gibt bemerkenswerte Indizien, die darauf hindeuten, dass das begehrte Walfell seinen Ursprung auf dem Meeresplaneten Lankivale hat, einem Planeten, der für seinen Hauptexport dieses kostbaren Guts bekannt ist. In eine tiefgreifende Familiengeschichte verwickelt, steht Abolurd Harkonnen, Bruder von Wladimir, im Zentrum eines bemerkenswerten Wendepunkts. Durch seine Heirat mit Emira Ban und der darauf folgenden Aufgabe seines Familiennamens Harkonnen, samt aller Ansprüche auf den familiären Titel, trat Abolurd eine bemerkenswerte Veränderung in seinem Leben an. Dies geschah im Zuge seiner Ernennung zum Unterbezirksgouverneur von Rabban Lankivale, wo er fortan den Nachnamen seiner Frau Emmy annahm. Gemeinsam begrüßten sie ihren zweiten Sohn, Fate Rauter, benannt nach Emmys Vater Rauter, in ihrer Familie. Interessanterweise wurde Emmys erster Sohn, Glossu, als Nahbaron in das Haus Harkonnen auf Gedi Prime entführt. Die Tragödie nahm ihren Lauf, als Abolurd Jahre später von seinem ältesten Sohn, Glossu Rabban, ermordet wurde, woraufhin Glossu zum Grafen von Lankivale ernannt wurde. Diese Verkettung von Ereignissen wirft die Frage auf, ob dies Teil eines lang angelegten Komplotts von Wladimir war, um uneingeschränkte Kontrolle über den Walfellhandel zu erlangen und somit das Haus Harkonnen in Einfluss und Reichtum steigen zu lassen. Das Haus Harkonnen gründete seine Macht auf der Maxime, die Produktionsleistung zu maximieren und die Produktionskosten zu minimieren, wobei wirtschaftlich-ethische Überlegungen bewusst außer Acht gelassen wurden. Ihre Herrschaft basierte auf Angst und Schrecken, angewandt in der Regierungsführung, der täglichen Leistung ihres Haushalts und der Kontrolle ihrer Armeen. In einer Gesellschaft, die auf Verrat und Bestrafung fußte, erreichten Soldaten ihre Position durch Täuschung, Intrigen und, wenn nötig, durch Mord. Natürlich gab es Häuser mit mehr Macht und Einfluss als andere. Einige von ihnen beherrschten gar ganze Planetensysteme. Diese mächtigsten Vertreter wurden als große Häuser, Häusermajor oder große Familien bezeichnet. Aus ihren Reihen wurde die Kontrolle über das Imperium, das offizielle Reich des bekannten Universums, ausgeübt. Über 10.000 Standardjahre hinweg stand das Imperium unter der Herrschaft des Hauses Corinno. Die Führungstitel der Häuser Major variierten üblicherweise zwischen Herzog, Erzherzog, Viscount, Graf oder Baron. Die großen Häuser trafen sich unter der Aufsicht des Kaisers im Hohen Rat, um ihre Belange untereinander zu entscheiden. Ein Spiegelbild der komplexen Machtstrukturen und politischen Intrigen, die das Rückgrat des Imperiums bildeten. Die Harkonnen sowie viele weitere Figuren aus Dune und anderen Werken sind Teil unseres Bestiarium des Grauens. Wenn ihr da keine mehr verpassen wollt, so lasst doch einfach ein Abo da. Gedi Prime, der später zu Gamu umbenannt wurde, umkreiste als dritter Planet den Stern Ophiuchi B und diente als historische Heimatwelt des Hauses Harkonnen. Mit einer Tageslänge von etwa 31,5 Standardstunden und einem lokalen Jahr von 2,6 Standardjahren bot Gedi Prime Bedingungen, die durch durchschnittliche Temperaturen und ein geringes Maß an Photosynthese gekennzeichnet waren.
Die schwache Photosyntheseaktivität war vor allem auf die weitreichende Industrialisierung des Planeten unter der Herrschaft der Harkonnens zurückzuführen. Trotz dieser intensiven Industrialisierung bewahrten die Harkonnen gewisse Bereiche ursprünglicher Wälder, insbesondere mit Pilingitam-Bäumen, für den Holzeinschlag und Export. Zur Zeit des Padishah-Imperiums zeichnete sich Gedi Prime durch eine Vielzahl von Fabriken, Arenen und städtischen Zentren aus. Die Arenen dienten als Schauplätze für öffentliche Spektakel, einschließlich Gladiatorenkämpfe, bei denen Feldrauter Harkonnen, der Neffe des Baron Wladimirs Harkonnen, regelmäßig auftrat. Diese Auftritte waren Teil einer Strategie, seine Beliebtheit sowohl bei der Zivilbevölkerung als auch bei den Unterhäusern zu steigern. Das vorherrschende Klima auf Gedi Prime war ein raues, industrielles Vulkanödland, geprägt von den Auswirkungen der Schwerindustrie, die große Teile der Planetenoberfläche einnahm. Die Streitkräfte der Harkonnen rekrutierten sich hauptsächlich aus der allgemeinen Bevölkerung von Gedi Prime. Trotz oder gerade wegen ihrer unterdrückten Lebensumstände gelang es vielen Einwohnern, ihre Erfahrung und ihren Überlebenswillen in militärische Stärke umzumünzen. Das Leben der Bevölkerung war unter der eisernen Herrschaft der Harkonnen von Entbehrung und Unterdrückung gekennzeichnet. Viele Einheimische fristeten ihr Dasein als Sklavenarbeiter in den unerbittlichen Maschinerien der Schwerindustrie, die den Planeten in ihrem Bann zog und seine einst natürliche Schönheit unter einem Mantel aus Asche und Rauch verbarg. Die Harkonnens, berüchtigt als die historischen Widersacher des Hauses Atreides von Caladan, waren in eine jahrtausendalte Fehde verstrickt, die ihren Ursprung in der Schlacht von Korin nahm. Ihr Ruf wurde maßgeblich durch ihre hinterlistigen und finsteren politischen Manöver geprägt, angetrieben von einem unersättlichen Ehrgeiz, tief verwurzelter Böswilligkeit, Hass und einer gnadenlosen Brutalität. Aber Lurd Harkonnen, ein früherer Spross des Hauses Harkonnen, war direkt in die Geschehnisse der Schlacht von Korin involviert. Die Anschuldigung des Hauses Atreides, er habe Verrat begangen, entfachten eine Fehde, die sich über 10.000 Jahre erstrecken sollte. Diese tiefgreifende Rivalität zwischen den beiden mächtigen Häusern zeichnete das politische und soziale Gefüge des Universums maßgeblich und hinterließ eine Narbe in der Geschichte, deren Echo durch die Jahrtausende hallte. Um das Jahr 10.130 nach Entstehung der Gilde wurde das Haus Harkonnen mit dem Siridalen von Arrakis betraut. Ihre Hauptverantwortung lag in der Extraktion der wertvollen Gewürzmischung Melange, die sie dem gesamten Universum zur Verfügung stellen sollten. Durch ihre rigorose Verfolgung der Fremen, den Ureinwohnern von Arrakis, und durch strategische Einsparungen bei Infrastruktur und Lohnkosten gelang es den Harkonnen, nicht nur die geforderten Abgaben an den Kaiser zu entrichten, sondern auch einen erheblichen Überschuss an Melange für sich selbst zu erwirtschaften. Bis zum Jahr 10.191 hatten sie durch den Abbau des Gewürzes ein beachtliches Vermögen angehäuft, was ihre Stellung im Universum weiter festigte und ihr Streben nach Macht und Einfluss untermauerte. Trotz der schon bestehenden Macht des Hauses Harkonnen kurz vor dem Fall des Korinno-Reiches verfolgte Wladimir Harkonnen das ehrgeizige Ziel, die Korinnos zu stürzen und sein eigenes Harkonnen-Imperium zu errichten. Mit diesem Ziel vor Augen schmiedete er insgeheim Pläne gegen das Haus Atreides und das Haus Korinno, in der Hoffnung, das Haus Atreides auszulöschen und das Haus Korinno durch eine Kombination aus Gewalt und strategischen Heiraten zu übernehmen. Peter de Vries, ein Mentat von erschreckender Prägung, erschaffen in den Laboren der Bene Tleilax, stand im Dienste des Hauses Harkonnen unter der finsteren Führung von Baron Wladimir Harkonnen. Gezeichnet durch einen unstillbaren Ehrgeiz und eine ruhelose Grausamkeit, maß sich de Vries in seiner Bosheit mit dem Baron selbst. Ein schauriger Sadist, dessen Geduld ebenso dünn war wie seine Skrupel, fand seine Berechnung nur einmal einen Fehlschlag in seiner Annahme, dass Lady Jessica Herzog Leto einen Sohn statt einer Tochter zur Welt bringen würde.
Peter de Vries, ein Meister der Hinterlist und Gerissenheit, übernahm die düstere Aufgabe, das Geheimnis zu lüften, wie man die unerschütterliche imperiale Konditionierung eines SOK-Arztes überwinden könnte. Mit kalter Präzision fand er heraus, dass die Entführung einer Person, die den SOK-Ärzten nahestand, ihnen einen unerträglichen Druck auferlegte, der sie manipulierbar machte. Durch diese Entdeckung zwang er Dr. Wellington Yue, einen Verrat im Haus Atreides zu begehen, indem er Yues Frau entführte und tötete, während er den verzweifelten Arzt glauben ließ, sie sei noch am Leben. De Vries, der mit der Grausamkeit eines wahren Sadisten versprach, Yue seine Frau zurückzugeben, sollte er den Forderungen der Harkonnens nachgeben, nutzte diese Schwachstelle skrupellos aus. Dieser perfide Akt brach Yues kaiserliche Konditionierung und führte zum Verrat an Herzog Leto Atreides, was dessen Tod und den Fall seines königlichen Hauses nach sich zog. In den Schatten lauernd orchestrierte de Vries so einen Wendepunkt in der Geschichte, dessen Echo in den Korridoren der Macht als finsteres Lehrstück der Manipulation und des Verrats widerhallen sollte. De Vries wurde von Herzog Leto getötet, als er de Vries fälschlicherweise für den Baron Harkonnen hielt. Im betäubten Zustand biss Leto auf einen Giftzahn, den Yue ihm in den Kiefer implantiert hatte, kurz bevor Leto während der Invasion von Arrakis gefangen genommen wurde. Der Baron konnte knapp entkommen, aber de Vries wurde getötet. Auf dieser Weise gelang es Yue, sich an dem Mann zu rächen, der seine Frau getötet hat. Wladimir Harkonnen, sorgfältig geplante Ambitionen wurden jedoch durch den unerwarteten Aufstieg von Paul Atreides auf Arrakis zerschlagen. Im Jahr 10.193, nach Entstehung der Raumgilde, fand Wladimir Harkonnen durch die Hand von Pauls jüngerer Schwester, Alira Atreides, sein Ende. Der Titel des Barons fiel kurzzeitig an seinen Neffen, Feldrauter, bevor auch er im Zuge eines Khanli, einen rituellen Duell, durch Paul Atreides besiegt wurde. Wenn ihr mehr zu Alira Atreides wissen wollt und wie sie den Baron Wladimir Harkonnen ein Ende setzte, so lasst auf jeden Fall ein Abo da und lasst es uns in den Kommentaren wissen. Mit dem Aufstieg des Hauses Atreides zu Macht und Einfluss schwanden die Überreste des Hauses Harkonnen rasch dahin, verloren an Macht und Ressourcen. Die Herrschaft über Giddy Prime wurde an das Volk von Caladan übergeben, unter der Führung von Gurney Halleck. Einst ein Sklave auf dieser Welt, begann der Prozess der Demontage seiner Industriemaschinen. Der Planet und seine Städte erhielten neue Namen und seine Wälder und Grünflächen wurden wiederbelebt. In der Ära des Dschihad unter Muad'Dib hörte das Haus Harkonnen im Wesentlichen auf zu existieren. Dennoch überdauerte die Blutlinie der Harkonnen durch die sorgfältigen Zuchtprogramme der Bene Gesserit mehr als 1500 Jahre und vermischte sich letztendlich mit der Atreides-Linie, wobei Paul Atreides selbst ein Enkel von Wladimir Harkonnen war. Diese ironische Verflechtung des Schicksals unterstreicht die tiefen, unvorhersehbaren Wege der Geschichte und der Genetik im Universum von Dune. Die Romanreihe Dune, ein Meisterwerk von Frank Herbert, entwirft nicht nur eine Geschichte voller Machtkämpfe und Intrigen, sondern lehrt uns auch eine wesentliche Lektion. Das Gleichgewicht unseres Planeten ist von vitalem Interesse. Sie zeigt auf, dass trotz der komplexen Dynamik eine Welt, die von politischen Ränkespielen und technologischem Fortschritt beherrscht wird, ein harmonisches Gleichgewicht durch einen überlegten und subtilen Einsatz von Technologien bewahrt werden kann. Doch dieses Gleichgewicht in Dune ist dreidimensional. Es manifestiert sich als moralisches, existenzielles und kognitives Gleichgewicht. Jedes Ungleichgewicht, sei es in der Moral, in unserer Existenz oder in unserem Denken, birgt tödliche Risiken. Dune plädiert eindrücklich dafür, auf alle drei Dimensionen mit größter Sorgfalt und Hingabe zu achten. So entfaltet sich die Geschichte von Dune nicht nur als ein Abenteuer in fernen Welten, sondern auch als eine tiefgreifende Meditation über die Konsequenzen unseres Handelns. Sie fordern uns auf, über die langfristigen Auswirkungen unserer Entscheidungen nachzudenken, und zeigt, dass wahrer Fortschritt und Sicherheit nur in einem sorgsamen Gleichgewicht aller Kräfte möglich sind. In einer Zeit, in der unsere eigene Welt am Rande eines ökologischen und sozialen Kipppunkts steht, erweist sich die Botschaft von Dune als dringlicher denn je. Nur durch ein ausgewogenes Zusammenspiel von Moral, Existenz und Erkenntnis können wir die Herausforderungen der Zukunft meistern und eine Welt erschaffen, in der Leben in all seinen Formen gedeihen kann.
Sollte euch mehr zu Dune und den Werken von Frank Herbert interessieren, dann zieht ein Ticket und lasst ein Abo da, sowie auch gerne ein Like, wenn euch gefällt, was ihr seht. Bleibt besinnen und verfallt wie immer nicht dem Wahnsinn. Bis bald.